So, da sind wir wieder zurück. War noch nicht schlafen. Das machen wir natürlich zusammen. Und in dem Sinne würde ich sagen, legen wir uns mal hin. Mal gucken, was passiert. Sie schläft. Ja, es funktioniert auch nicht immer, Hans. Also nicht wundern, warum ich hier rede. Ich habe noch einen Livestream laufen. Klingt nach Ärger. Oh. Ja, und nach allem, was wir bisher gesehen haben, solltest du äußerst vorsichtig sein, falls du planst, Nachforschungen anzustellen. Okay. Boah, die Grafik, ey. Weil ich so lange kein Spiel mehr gespielt habe. So, Heiltränke haben wir genug. Jetzt müsste eigentlich schon der Bosskampf kommen. Sieht ein bisschen anders aus. Was ist denn das? Ist dieser Bruchschild daran auch schuld? Ich glaube ja. Er verdirbt alles, was er berührt, bevor er es komplett zerstört. Los jetzt, lauf weg, solange du noch kannst. Trotzdem nochmal gucken. Ich werde ja wohl nicht hier sterben. Jetzt kommt der Bosskampf. Oh, fuck! Was jetzt? Nun, als erstes sollten wir wohl weglaufen. Tja, zu spät. Ausweichen im Parcours. Du kannst den magischen Parcours verwenden. Boah, ich muss nur laut reden. Während eines Kampfes angegriffen werden. Weil Richtung und B. Automatisch ausweichen. Okay. Hey, was zum Teufel mache ich jetzt? Ja, kämpfen ohne Option. Wie soll ich denn gegen den scheiß Drachen kämpfen? Ein Koloss wie dieser muss eine Schwachstelle haben. B ist da. B ist da, wo Sprinten ist? Konzentrier dich. Oh ja. Gut, weiter so. Das heißt nichts Gutes, oder? Eher nicht. Geh besser in Deckung. Und zwar schnell. Shit! Oh, fuck! Das Ausweichen ist ein bisschen komisch. Diese Angreifer sind noch tödlicher als Wurfschlagen und kann sie wieder abwehren. Okay. Also, wir sollen uns verstecken. Okay, das ist übel. Echt übel. Deckung! Weiter so. Ich glaube, es zeigt endlich Wirkung. Nee, das funzt nicht. Lass dich nicht zerstampfen. Nicht schlecht für eine Anführerin. Hey, willst du das Kämpfen übernehmen? Hallo. Und ab damit. Jawohl, ab damit. Zeigt der Bestie, dass mit einer Armberge nicht zu spaßen ist. Lass mich raten. Ich brauche ein neues Versteck. Und zwar schnell. Den Umständen entsprechend. Ich würde ungern zwischen die Zähne geraten. Hast du das gesehen? Es wurde auch Zeit, dass meine harte Arbeit sich bezahlt macht. Ah! Glaubst du, der Drache ist tot? Nun, die Trümmer haben ihn begraben, also... Aber warum soll der tot sein? Der hat doch nur seinen Kopf da drin gehabt. Darf ich mich bewegen? Es scheint kein Ärger zu drohen. Fast langweilig, oder? Solange du da bist, ist mein Bedarf an Ärger gedeckt. Ja. Na guck, ich wäre wieder da weg, sind nicht hingegangen. Man muss echt aufpassen hier. Da ist etwas. Wie sollen wir vorgehen? Ach, wir könnten es einfach ignorieren. Ha! Ach so, die sterben doch. Lol. Also hier ist diesmal Vorsicht. Hier kommen wir raus. Hier wieder ein bisschen aufbauen. Na. Na. Siehst du? Nabelstein. Wenn es nur 100 Stück davon gibt und ich erst 7 Stück habe, dann kann das eigentlich nicht so selten sein. Nicht so selten. Nicht so oft. Heiltrank. Ja, war mir klar. Warte, nochmal gucken. Ne, ist nichts mehr. Hab ich mich erschrocken. Alter, das Vieh hat nicht mal einen Kratzer. Hier werden wir keinen Schutz finden. Hier, dass der Drache nicht in Versuchung erliegt, uns nur mit seiner Todesstrahler zu lassen. Ach, mir bleibt echt nichts erspart. Ho! Was zum? Wo ist er hin? Weit, weit weg, hoffentlich. Frey, du musst dich direkt vor ihn stellen. Sofort! Was? Willst du, dass er mich umbringt? Dort ist sein toter Winkel. Vertrau mir. Da! Das muss eine Schwachstelle sein. Er hat eine Schwachstelle. Ja, das hat wehgetan. Keine Zeit für eine Pause. Bleib in Bewegung. Über dir! Oh, komm schon! Shit, bleib mir beim Leib! Bitte lass uns nicht als Nachtmahlzeit enden. Krasser Scheiß. Dachte schon, jetzt ist es aus. Du bist böse und genießbar, wie du aussiehst. Keine Panik. Ahne die Aktionen des Gegners voraus. Wo ist er? Über dir! Achtung! Wow. Du musst deine Bewegungen vorhersehen, um zu überleben. Und weg ist er. Bleib wachsam. Denk nach, wo der nächste Angriff vollkommen wird. Vorsicht! Sieht aus, als würde er gleich zubeißen. Bereit? Hast du was gesagt? Niemand hat genug. Komm schon. Ja. Etat. Eine haarige Angelegenheit. Er greift wieder an. Hey, verpiss dich! Ich hätte doch immer getroffen. Immer. Ich glaube, da muss ich noch ein bisschen üben, was die Kämpfe betrifft. Du weißt, dass es kein Entkommen gibt, oder? So sieht das aus, wenn man stirbt. Hast du einen Plan? Ja, mich hier rauszufinden. Aber wenn du abstürzt, stirbst du. Ja. Sterben muss ich sowieso, Arschloch! Tja, das ist spannend! Geht es dir gut? Ich glaube schon. Ja, verschwinden. Dort oben scheint eine Ortschaft zu sein. Na, hoffentlich ist sie nicht auch verlassen. Du wirst es nie erfahren, wenn du nicht selbst nachsiehst. Das haben wir. So. Warte. Ich kann eine Schatzkarte nehmen. Okay. Magie. Stufe 3. Mit Magie werde ich mich noch auseinandersetzen. Wenn ich da einen Totalschaden anrichte. So, was haben wir denn da extra zu bekommen? Bodenstein. Okay. Ja gut, das, im Prinzip wissen wir ja nie, was damit gemeint ist. Alles Fertigungsmaterial. Da geht es, glaube ich, um Farbton. So, Gegner. Gut. Die Runde. Und die Bären. Ist das? Ja, Boss, natürlich Drache. Ich hab doch alles. Ne, die alte Münze auch noch. Das haben wir ja schon gesehen, kann man sich Sachen mitkaufen. Tutorial. Dabei. Ich sag jetzt schon, ich kann nicht haben, wenn da irgendwo Punkte sind. Mach ich gar nicht. Immer muss alles clean sein. Oh, oh, hey. Hey! Hier drüben! Oh, wir haben es geschafft. Hä? Nicht der erste Spielabbruch. Hey, was? Ah. Los, Monster! Hey, du Sack von wegen Monster! Das Monster spricht! Natürlich spreche ich und jetzt nimm dein Stecken weg, du Troll! Geh! Okay, mache ich. Wo sind wir hier? Diese Stadt heißt Cipal. Warum kann ich die verstehen? Meiner Erfahrung nach haben die Sprachen verschiedener Dimensionen oft vieles gemeinsam. Okay, So genau will ich's gar nicht wissen. Ruhe! Weiter schurken! Na, war ja klar. Ein Gericht. Sieht schon geil aus. Haben die Angst vor mir, oder was? Ich kann nichts machen, außer gehen. Was, wenn ich zurückgehe? Lass mich los! Lass mich los! Sachte! Ruhe! Ruhe! Wer bist du, Kind? Wer bist du? Du solltest dich hier besser im Zaum halten, Frey. Keine Sorge, ich bin total im Zaum. Du scheinst den Ernst der Lage zu verkennen, fürchte ich. Ich habe schon engere Kurven gekriegt, nur damit du's weißt. Also halt den Rand und überlass mir das Reden, klar? Seht ihr das? Sie spricht mit einem Unsichtbaren. Schmiedet sie Kabale mit Dämonen? Was? Nein! Und wer sagt schon Kabale? Ich hätte gern, dass du Ratsfrau Bellets Frage beantwortest, Kind. Kind? Mein Name ist Frey Holland. Ich weiß nicht, wie ich hergekommen bin. Ich bin erledigt, ich habe Hunger und ich will einfach nur nach Hause, Mann. So seltsame Kleider, woher kommt sie nur? Hell's Kitchen. Hört ihr? Sie ist des Teufels. Wie sonst hätte sie die Verderbnis überlebt. Bitte. Wie hast du die Verderbnis von Genun unbeschadet durchqueren können? Alter, der muss mal nachdenken. Ja, genau, Alter. Völlig klar, sie ist die Verderbnis in Menschengestalt. Wir müssen sie hinrichten, unverzüglich. Warte, was? Nein, das gibt's nicht. Ich weiß ja nicht mal, was passiert ist. Bitte, hört auf mich. Ich glaube, wir brauchen sie. Ja, wer wünscht es, vor dem Rat zu sprechen? Verzeiht mir, ich bin Orden Keen. Diese Frau hat die verdorbenen Lande unbeschadet durchquert. Wir könnten viel von ihr lernen. Wir haben ihr nur das Schwert vorgehalten. Vielleicht reichen wir ihr nun die Hand als Freunde. Die ist aber nicht schön dargestellt. Wenn du die Hand reichst, wird er hineinbeißen und die Verderbnis wird in deinen Adern brennen. Wir müssen der Gefahr sofort begegnen. Hohe Ratsfrau Bellet, bitte! Sowohl Orden Keen als auch Ratsherr Janesh brachten gute Argumente vor. Der Rat ist sich uneins. Daher soll an diesem Tag kein Blut vergossen werden. Aber lass dich warnen, Kind. Erweist du dich als Bedrohung, müssen wir dich eliminieren. Bringt sie in den Turm von Binoy! Bitte, Ratsfrau Bellet, das Urteil ist zu harsch. Die Sitzung ist vertagt. Sie hat uns nichts getan. Was? Turm von Binoy? Was ist denn das bitte? Vermutlich ein Gefängnis. Bitte! Was? Auf keinen Fall lasse ich mich wieder einsperren! Lasst mich los! Lasst mich los! Die Griffel weg, Arschloch! Nein! Nein! Geschafft. Ja, ich krieg 100 Erfahrungspunkte, damit ich mich verhaften lasse. Danke. Jetzt kommt ein Archiveintrag, wenn ich fertig bin. Ja, speichern wir das. Ja, ja, ich spiele auf leicht. Schwer wäre ich, glaube ich, schon gestorben. Spätestens beim Boss. Aufstehen. Zum Spielen nicht mehr. Hallo? Aufstehen. Steh auf. Ja. Aufstehen. Das ist nicht wie bei uns in Minecraft Schlafenszeit. Steh auf. Steh auf, steh auf, steh auf! Hört zu. Ich steck in einem blöden Mittelalter-Knast fest und komm nie mehr nach Hause. Lass mich einfach in Frieden sterben. Wenn du das Zeitliche segnest, ende ich als bloße Grabbeigabe. Das ist nicht mein Problem. Halt, Einfach die Klappe. Sind die Dialoge so gut? Ich hab das alles nicht verbockt. Der ganze Mist ist deine Schuld. Mir, warum es meine Schuld ist? Halt endlich die Klappe. Bitte. Wie du meinst. Ich könnte ein bisschen Ruhe vertragen. Fantastisch. Jetzt. Ruhe. Ich will kein Wort mehr hören. Die Kamera schwingt einfach. Oh, müssen wir echt ausbrechen. Oh Mann, hiergegen war es in Hell's Kitchen fast gemütlich. Ich bezweifle, dass du da hindurchschlüpfen kannst. Sag bloß. Seine Dialoge sind echt geil. Ja, da wird gerendert. Mal ist der Stein glatt und mal ist nicht glatt. Shit, klar, abgeschlossen. Shit, das bringt doch nichts. So weit habe ich beim Elotrix noch geguckt. Nein. Ist weißt du was, du aber. Wegen dir kann ich nie mehr zurück nach... New York. Ist nicht so schwer zu merken. Schwerer zu merken als Armberge. Wenn ich mich recht entsinne, warst du nicht gerade frohen Mutes, als unsere Wege sich erstmals kreuzten. Ich verstehe nicht ganz, warum du unbedingt zurück willst. Weißt du was dann? Benutze ich eben Magie, um hier rauszukommen. Deine Fähigkeiten zur Schau zu stellen, ist keine gute Idee. Wieso? Die Leute wittern eh schon Kabale mit Dämonen. Aber für Ketzerei werden sie dich erhängen. Was, wie in Salem oder so? Ich habe keine Ahnung, was du meinst. So, wir haben es auf deine Art gemacht, jetzt eben auf meine. War ich das etwa? Schnell, zieh den an. Ja. Wer ist da? Bestimmt die Helferin. Freien, aber nimm den Umhang und tu, was ich dir sage. Ja, sagst du. Als ob der Tür nicht, als ob die Tür da nicht bewacht wird. Okay, erledigt. Du warst vor Gericht auf meiner Seite. Warum tust du das? Weil ich dir glaube. Doch wir müssen los. Moment, und was ist mit den Wachen? Ich habe ihnen Gebäck mit einer Schlafmitteltinktur gegeben. Hätte ich dir gar nicht zugetraut. Na los, bevor sie aufwachen. Warte! Wohin gehen wir? Wo ist der Haken? Haken? Sie hat dich vor dem Rat verteidigt. Und momentan hast du ohnehin keine Wahl. Hast recht. Na schön, egal wo es hingeht. Ich muss was futtern. Welch glückliche Fügung. Na, aber hallo. Hast du etwas gesagt? Was? Nein. Bitte nach dir. Schon Kapitel 3. Der Schleichmodus ist aktiviert. Ich kann nicht sprinten. Nichts. Und das ist auch wirklich okay? Ich meine, du kriegst doch sicher einen Haufen Ärger. Mach dir keine Sorgen. Und ich konnte nicht einfach dabei zusehen, wie sie dir Unrecht antaten. Schlaft ihr? Kuckuck. Die den Prozess geleitet haben. Wer war das? Du meinst den Rat von Cipal? Sie regieren unsere Stadt. Und sie legen jeden Streit bei. Gewaltenteilung ist echt nicht so euer Ding, was? Effizient. Sie lässt mich gucken, danke. Ich hätte auch so geguckt. Wie du siehst, leidet das Land. Alles, was die Verderbnis berührt, zerbricht. Ja, das habe ich gemerkt. Ist echt abgefuckt da drin. Warum ist da unten die Lilaquelle? Unwirtlich. Wohl wahr. Aethia ist fast verloren. Wo kommt der Bruchshit denn her? Hm? Ich erzähle es dir bald. Wir müssen weiter. Der Name, den Frey zum Verderben bringenden Pesthoff gab, den Kusplatz von Ordnung. Niemand weiß, woher der Bruch stammt oder weshalb es plötzlich erschien. Sicher ist nur, dass sich um kein simples Wetterereignis handelt. Der Bruch kriecht schleichend über das Land und bricht alles in seinem Weg. Manche Veränderungen durch den Bruch sind auf den ersten Blick erkennbar, doch andere bleiben dem bloßen Auge verborgen. Gut, Kapital ist die Stadt. Was ist nochmal die Erklärung? Kapuze. Dafür wird extra ein Eintrag gemacht. Ich habe eine Kapuze bekommen, damit ich nicht so gesehen werde. Wo genau führst du mich hin? Wir sind auf dem Weg in die Unterstadt. Die Unterstadt? Klar. Ist mehr WoW oder was? Wieso warst du überhaupt im Gerichtssaal? Es war seit vielen Jahren niemand mehr von außerhalb in der Stadt. Alle hier sind neugierig, wer du bist. Kaum da und schon berüchtigt. Typisch. Hier will ich auch nochmal gucken. Also, nach diesem Bruchshit. Sag mir einfach der Bruch. Nachdem der Bruch geschah, mussten alle aus ihren Dörfern fliehen. Cipal ist die letzte Bastion. Alter. Wurden die nur noch alle in dem Gebäude oder was? Da war nicht ein Haus, nichts. Die Hauptstraßen zu meiden. Das ist etwas unauffälliger. Wir sollten die Hauptstraßen lieber meiden, um nicht erkannt zu werden. Das stimmt. Wow, schick, schick. Geile Nobelschuppen. Das sind die Häuser der Oberschicht. Ah ja, die Upper East Side. Wir sind im nördlichen Stadtteil. Aber sind wir in der Südstadt, die Teuren? Schwärmt aus! Weit kann sie nicht sein! Der schläft ja immer noch rechts. Scheinbar wurde deine Flucht bemerkt. Bleib in den Schatten und spute dich. Bleib in den Schatten. Gute Idee. Als wüsste die das nicht. Nimm dir ein Beispiel an ihr. Sie schätzt meine Ideen. Hallo? Darf ich was machen? Ich werde gleich erstmal erwischt. So viel zum Thema im Schatten bleiben. Ah ja. Kann mich nicht bewegen. Null. Ich bin hier voll eingefroren. Erst wenn die geht, darf ich mich überhaupt bewegen. Ich kann nichts machen. Ach, jetzt. Hallo, in die Richtung. Wenn hier überhaupt erwischt werden kann. Ich bezweifle es. Gerne einen in die Kommentare schreiben, aber hier mal erwischt wurde. Bis jetzt. Kuckuck. Nun bist du sicher. Ah, ja, danke. Jetzt sind wir sicher. Ich wohne hier in der Nähe. Komm, ich hab Essen. Das war nicht gerade ein überschwängliches Danke. Niemand hilft anderen, ohne was dafür zu wollen. Ich bin wieder automatisch. Hm. Vertraust du mir? Pff, du und ich, das ist wohl eher ein Zwangsbündnis. Ich könnte dich nicht loswerden, selbst wenn ich wollte. Ihre Leben riskiert, um dich aus dieser Zelle zu holen. Das hat sie. Und sie hat was zu futtern versprochen. Und du bist nicht neugierig, was sie will? Ja, guck schon, komplett allein. Was zu essen fände ich gerade spannender. Ah, jetzt darf ich mich bewegen. So, aber ich würde sagen, für heute war es dann erstmal das. Beziehungsweise für die Folge auf den Livestream. Gleich kommt nämlich noch Bayern. In genau 2 Minuten ist Anpfiff. Aber ich habe gesagt, eine Folge mache ich noch ganz entspannt. Also zu dem Spiel selber kann ich sagen, bis jetzt gefällt es mir richtig gut. Grafisch, Performance, alles. Mal gucken, wie die Reise weitergeht. Ich denke, morgen mache ich dann weiter auch im Livestream. Wie gesagt, wenn ihr noch kein Follow dagelassen habt oder kein Abo dagelassen habt bei YouTube, gerne noch in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Ganzen haltet. In dem Sinne bin ich dann jetzt erstmal raus und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Haut rein!